Wir haben Besuch im Eurosport-Studio. Dina Fitzenmeier ist da. Herzlich willkommen erstmal. Jetzt werden vielleicht einige sagen, Dina, wer? Kenne ich gar nicht. Ich darf Ihnen sagen, die junge Dame, durch die Quali gespielt und jetzt in der zweiten Runde gegen Viktoria Azarenka. Wie war es bisher so, das Erlebnis in Paris hier? Ich nehme an, die Stimmung ist ganz gut. Ja, es war unglaublich. Ich habe ja auf Platz 2 gespielt und das ist ja so ein Kessel. Also die Stimmung war Wahnsinn. Und ich habe zwar gegen eine Französin gespielt, aber am Ende des Matches hatte ich Leute auch immer mehr auf meiner Seite. Es war ein unglaubliches Erlebnis, das vergesse ich nie. Erzählen Sie ein bisschen was. Es ist ja wahrscheinlich erstmal ungewohnt, wenn man auf die Anlage kommt. Die ist riesig, die hat sich verändert in den letzten Jahren. Wie ist es Ihnen da gegangen? Haben Sie da gleich alles gefunden? Nee, überhaupt nicht. Also ich war auch noch nie als Besucher hier, ich kannte das gar nicht. Und am ersten Tag, das war letzten Montag, da sind wir eine Stunde über die Anlage gelaufen, wir haben nichts gefunden. Keine Players Lounge, kein Restaurant, gar nichts. Und im strömenden Regen, wir dachten, ach komm, wir fahren wieder nach Hause. Aber jetzt so nach den paar Tagen fühle ich mich natürlich richtig wohl hier und jetzt finden wir auch inzwischen alles. Durch die Quali gespielt und jetzt Hauptfeld. Erste Runde gewonnen gegen eine Französin. Quali und Hauptfeld, auch so welche Örtlichkeit man hier besuchen darf, ist nochmal ein Unterschied, glaube ich, ne, für Spielerinnen und Spieler. Ja, auf jeden Fall. So, die Quali haben wir auf den kleineren Plätzen gespielt. Mhm. Da waren auch schon ein paar Zuschauer, aber es ist kein Vergleich zu dem Match am Sonntag und bestimmt auch kein Vergleich zu dem Match morgen. Also ich bin mal gespannt. Und ja, die Nervosität am Sonntag war schon ein bisschen höher und morgen wird es dann bestimmt nochmal einen Tucken mehr. Erzählen Sie mal ein bisschen was über sich. Wann haben Sie begonnen mit dem Tennissport? Wie ging das los, dass man sich überlegt hat, Mensch, ich werde Profi, das wäre eigentlich ganz gut. Wie ist das vonstatten gegangen? Also die Zeitspanne da ist relativ groß. Ich habe angefangen mit 9, das ist ja schon relativ spät. Und ja, Profi werden wollte ich eigentlich erst seit letztem Jahr Juli, da wo ich angefangen habe mit den ITF-Turnieren. Und vorher habe ich zwar viel trainiert und viel gespielt, aber ich habe gemerkt, dass mein Spiel wahrscheinlich für die Damen nicht so gut ist und nicht reichen wird. Aber dann haben wir viel umgestellt und letztes Jahr kam dann alles nach der Verletzung, die ich auskuriert hatte. Und da habe ich gesagt, okay, das will ich wirklich machen. Wenn man andere Spielerinnen fragt oder auch Betreuer, die sagen, Mensch, die Dina ist eine richtig Freche, ja? Die geht richtig weit nach vorne. Würden Sie sagen, das ist zutreffend? Ja, frech passt also auch forsch, ab und zu. Ja. Ob meine Spielweise oder ich persönlich, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen andere Spiele als viele. Also ich bewege mich viel und spiele eher defensiv und nicht alles so gerade. Wenn die anderen das als frech bezeichnen, gerne. Und wenn sie damit Probleme haben, noch besser. Frech muss man, glaube ich, auch spielen gegen eine, die ist, glaube ich, Nummer 1 der Welt. Die wenigsten werden sie kennen, Viktoria Azarenka. Wie spielt man denn gegen so eine? Was ist da der Plan? Steht das schon fest? Ja, der Plan steht schon fest. Also wir haben eine kleine Taktik zurechtgelegt, aber ich habe ja nichts zu verlieren. Also ich gehe da erstmal drauf und gucke mir, was sie mir so bietet. Und dann mal gucken, was ich da entgegensetzen kann. Also ich hoffe, dass ich gut mithalten kann. Merkt man eigentlich von den anderen Spielerinnen, dass so der ein oder andere kommt und sagt, oh ja, Fitzenmeier habe ich jetzt schon mal gehört, ja, Quali und jetzt auch erste Runde. Also merkt man da auch so ein bisschen an Akzeptanz, an Unterschieden oder ist das alles noch ganz ruhig? Also in der Quali habe ich es auf jeden Fall gemerkt. Da kannten mich ja auch viele nicht, weil ich habe ein paar ITF-Turniere gespielt, aber kaum WTA-Turniere. Und dann habe ich schon gehört, dass die Gegnerin aus der letzten und vorletzten Quali-Runde sich schon erkundigt hatten und bestimmt auch meine Gegnerin am Sonntag. Weil ich hatte auch gegen eine Freundin von ihr ein paar Wochen vorher gespielt und ja, nach dem Match kamen viele positive Feedbacks. Das war toll, ja. Sind Sie eigentlich abergläubisch? Alle Spieler sagen immer, nee, bin ich nicht. Ganz ehrlich, unter uns. Ich bin wirklich gar nicht abergläubisch. Ehrlich? Nee, ich mache nichts gleich, glaube ich. Nee, jeden auch Tag hier nicht was anderes. Gleiches Restaurant oder so? Wir haben 4 in der Straße und wir waren bei allen 4 Restaurants schon mal, also gemischt. Zeit schon was von Paris zu sehen, weil alle stellen sich mal vor, Tennisprofi, das ist toll, viel Geld, jede Stadt, tolles Hotel. Wie war es hier in Paris oder ist es wirklich nur Platz, Hotel? Bis jetzt war es Platz, Hotel, weil die Tage, die ich jetzt auch frei hatte, da habe ich mich ausgeruht, weil ich hatte ja auch 4x3-Sets-Match. Also viel gesehen habe ich noch nicht, nee, aber ich war schon 18 Mal in Frankreich, ich kenne das schon ein bisschen. Vor so einem großen Match aufgeregt, wie ist das mit dem Schlafen, ehrlich? Die ersten Tage habe ich jede Nacht von der ganzen Anlage geträumt. Ja. Jetzt die letzten Tage war es ein bisschen besser. Schlafen geht gut. Mal gucken, wenn ich gleich den Spielplan sehe, wie es dann heute Abend ist. Okay, dann wünschen wir, dass Sie wach sind beim Match. Viel Glück. Dankeschön.